Welche Rohstoffe stecken eigentlich in einem Handy? Wie kann ich meine Lieblingskleidung noch mal richtig schick machen? Oder welche Artenvielfalt gibt es in der Augsburger Heide? Fragen wie diesen gehen im ersten Augsburger Umweltcampus seit heute 20 Jugendliche nach. Mich hat das Thema Umwelt eh schon seit Jahren interessiert. Und ja, und ich gucke ja auch die Nachrichten und das ist halt, es ist halt nicht so toll, die Umwelt auf unserer Welt. Und da fragt man sich ja auch, wie man es verbessern kann oder wie man allen helfen kann. Mein Kleiderschrank ist voll von alten Klamotten, die mir nicht mehr so gut gefallen. Und wenn man sie jetzt wegschmeißt und sich neue kauft, dann ist es ja nicht so umweltfreundlich. Und ich finde es eine sehr gute Lösung, dass man die dann einfach aufpimpt. Bis Mittwoch erarbeiten die Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 in 4 verschiedenen Workshops Themen aus ihrer Umwelt. Organisiert wird der Umweltcampus von der Stadt Augsburg und der Umweltstation. Es sind ehrenamtliche Umweltschützer mit dabei in diesen Workshops, die zu verschiedenen Themen aufklären und dann Aktionen versuchen zu entwickeln mit den Jugendlichen, weil wir wollen ja nicht nur so eine One-Way-Show machen, dass eingebläut wird, sondern wir wollen natürlich, dass zum Thema Umwelt die Jugendlichen selber, die Schülerinnen und Schüler selber aktiv werden und sich Gedanken machen. Außerdem ist der Umweltcampus ein Versuch, das Ehrenamt im Umweltbereich schon bei den Jugendlichen zu fördern. Die Jugendlichen, das wissen wir, sind viel mehr thematisch interessiert heutzutage als ganz allgemein in einem Naturschutzverband. Und deswegen wollen wir diese Themen, einzelne Themen aufgreifen. Wie geht man mit dem Handy um? Wie geht man mit alten Kleidern um? Und an thematisch dran arbeiten und nicht nur so allgemein. Was sie alles in ihren Workshops erarbeitet haben, das präsentieren die Jugendlichen am Mittwoch zum Abschluss des ersten Augsburger Umweltcampus im Gymnasium St. Stephan.